Adventure Bunny. Bunny oder Buddy? Bunny. Nein, Bunny. Wir sind Bunnies. Geil, Lukas. Ich freue mich. Aber du musst mir auch eine Hälfte geben. Das ist wie Herzblatt, oder? Wir machen abwechslungsweise. Ja. Oh. Also bei mir steht drauf, wann und wo war euer erstes Treffen. Und da musst du es sagen. Ich sag's jetzt. Du sagst es, genau. Unser erstes Treffen war auf der kleinen Scheidegg. Du bist mega gut. Da haben wir uns zufällig gesehen. Ja, beim Bier. Also ich war beim Bier und du gingst. Ich ging zum Klettern. Ja. Beschreibe seinen Musikgeschmack. Ich denke, Michi mag Indie-Rock. Indie-Rock. Rock'n'Roll. 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 Im Lukas seine Schuhgröße, die gleiche wie meine, ganz einfach. 10,5 UK. Michis Kochkünste sind sehr wahrscheinlich auf der vegetarischen Seite und eher leicht und so ein bisschen manchmal Cheesecake-Richtung oder asiatisch. Oh, ist gut, ist gut. Im Lukas seine Lieblingspizza. Haben wir schon mal Pizza gegessen zusammen? Ich würde jetzt mal tippen mit Käse. Ja, also Gorgonzola Birne. Also dann. Michis Kletterstil kommt auf die Klettertour an. Also im technischen Gelände ist Michi extrem präzise wie eine Ballerina. Und für seine Größe sehr beweglich. Im Lukas seine beste Eigenschaft. Rösti. Er kann mega gut Rösti kochen. Ja. Nein. Also Spiegelei geht auch gut. Spiegelei. Wann ist Michi super motiviert? Ja, der Michi ist immer super motiviert. Nicht immer. Ja, das ist ein bisschen... Immer öfter. Schlechte Frage. Streich mal. Was ist sein größter Erfolg? Sein größter Erfolg ist, dass er eine Familie gegründet hat, ein Haus gebaut hat und einen großen, schönen Selbstversorgergarten hat. Da ist eine schöne Antwort, Lukas. Die nervigste Angewohnheit. Lukas hat keine schlechten Angewohnheiten. Doch, ich bin launisch. Nein, bei mir nicht. Nein, bei dir nicht. Lieblingsschimpfwort vom Lukas. Ich kenn so viele. Also, wenn es richtig scheiße ist. Krüt-Satan? Ja. Krüt-Satan. Krüt-Satan. Wer ist sein größtes Vorbild? Das ist vielleicht ein bisschen klischeehaft, aber ich denke, Michis Vorbild war wahrscheinlich schon Ueli Steck. Eins der Vorbilder, ja. Kenne ich seinen Geburtstag? 29. September. Fast. 24. 28. Ah,